Ja, also wir kommen jetzt zum Programmpunkt Streik und Daseinsvorsorge. Und als Referentin steht uns zur Verfügung einmal Professor Ulrike Wendeling-Schröder und Professor Stefan Greiner. Ulrike Wendeling-Schröder war Professorin an der Leibniz-Universität Hannover für Arbeitsrecht, Unternehmens- und Zivilrecht. Sie war zwei lange Legislaturperioden Richterin am Niedersächsischen Staatsgerichtshof und ist auch, was zusammen mit dem heutigen Thema ja auch bemerkenswert ist, Mitglied des DGB-Schiedsgerichts zur Klärung von Organisationsstreitigkeiten innerhalb der DGB-Gewerkschaften. Wir haben ja durch die Diskussion heute Morgen und auch den Vortrag von Reinhard Wisping gehört, dass die Frage einer direkten Regulierung des Streikrechts jenseits des Tarifeinheitsgesetzes immer stärker in die öffentliche Diskussion gekommen ist. Im Januar hat der CSU-Parteivorstand einen entsprechenden quasi Gesetzesvorschlag vorgelegt, die Forderung erhoben, dass dies von der Bundesregierung möglichst zeitnah angegangen werden soll. Und ich denke, dass dieses sich mit im Rahmen unserer Tagen sich auch mit diesem Thema nochmal speziell zu beschäftigen wichtig ist, weil durch das von BDA und DGB angestoßene Gesetzesvorhaben zur Tarifeinheit, was jetzt von der Großen Koalition aufgegriffen worden ist, das könnte sich hinsichtlich direkterer staatlicher Eingriff in das Streikrecht als die Öffnung der Dose der Pandora darstellen. Und insofern denke ich, ist es sehr spannend und wichtig, jetzt von unserer Referentin, unserem Referenten zu hören, wie Sie diesbezüglich die Lage einschätzen. Und ich darf Ulrike bitten, als Erste zu beginnen. Wir haben uns darauf verabredet, circa 20 Minuten zu machen, um dann doch vielleicht noch vor der Kaffeepause Zeit für Nachfragen und Diskussion zu haben. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mich gefreut, dass dieses Thema heute einbezogen wird in die Diskussion, denn ich denke, es ist sozusagen der andere Zugriff auf die drei Gewerkschaften, von denen heute Morgen Herr Ramelow gesprochen hat, die man an die Kette legen möchte. Ob es nun unbedingt drei sind oder ob es ein paar mehr sind, weiß ich auch nicht so genau. Aber wir sprechen jetzt über direkte Zugriffe auf das Streikrecht. Wir sprechen jetzt über bestimmte Gewerkschaften oder ein bestimmtes Segment, das im Mittelpunkt steht. Dazu müssen wir zunächst aus meiner Sicht jedenfalls uns vergegenwärtigen, warum das Streikrecht so furchtbar viel mit der Tarifautonomie zu tun hat. Das führt unseren Blick auf Artikel 9.3. Was steht in 9.3? Nichts Direktes zum Streikrecht, aber es gibt die Grundentscheidung in Artikel 9.3, dass die Arbeitsbedingungen nicht staatlich vorgeschrieben werden, sondern autonom durchgesetzt werden, autonom ausgehandelt werden. Das ist der Grundansatz. Und dieser Grundansatz ist eigentlich oder sollte außerhalb der Diskussion sein, wenn Sie sich heute Morgen an Herrn Göhner erinnern, auch er hat natürlich gesagt, das ist das, zu dem wir stehen. Dazu gehört, wenn ich sage, es wird autonom ausgehandelt, dass ich das Prinzip der freien sozialen Gruppenbildung habe. Das heißt, ich kann nicht definieren, manche gefallen nicht, sondern wer sich als Gewerkschaft konstituiert, und da bin ich ganz nah an dem, was Reinhard Wisping erzählt hat, und wer die Macht hat, Tarifverträge auszuhandeln, der ist ein Akteur in diesem Feld. Der Tarifvertrag selbst lässt sich nur durchsetzen durch Arbeitskampf, konkret durch das Streikrecht. Warum ist das so? Die Idee des Tarifvertrags ist, dass ich die Arbeitsbedingungen nicht auf der individuellen Ebene aushandeln kann, weil ich da eine Differenz in der Chance, mich durchzusetzen habe, und dass die Individualautonomie ersetzt wird durch die Kollektivautonomie, dass ich also auf einer Seite auf jeden Fall eine Gruppenbildung habe. Nur so komme ich zu annähernd gleichen Verhandlungsbedingungen. Indem ich mehrere habe, die verhandeln, sind die Grundlagen gesetzt. Aber die mehreren müssen sich natürlich auch real durchsetzen können, und das geht nicht anders als durch die Möglichkeit, Streiks zu führen. Die Streiks sind also funktional anerkannt in Bezug auf den Zweck, Tarifverträge abzuschließen. Das muss man so ein bisschen, finde ich, im Hinterkopf haben, wenn man Streiks für alle möglichen Zwecke einsetzen möchte. Nach dem System, was wir jetzt haben, sind sie
dafür gedacht, tatsächlich die Tarifautonomie zu verwirklichen. Ja, und der berühmte Satz in diesem Zusammenhang kommt vom BAG, der ist nicht von den Professoren oder sonst wem erfunden worden: Tarifverhandlungen ohne Streikrecht wären kollektives Betteln. Das ist einfach so, das ist das Instrument. So, jetzt kommen wir, da wir ja mit den Streiks uns auseinandersetzen wollen, die, wie Reinhard Bisping sagt, unangenehm sind, oder wer sagte da noch, die Geiselnahmestreiks. Jetzt kommen wir zu den Gegenrechten, die im Bereich der Daseinsvorsorge natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es liegt in der Struktur eines Streiks, dass er in die Rechte anderer eingreift. Zunächst einmal, wenn Sie so wollen, in das Recht des Verhandlungspartners, aber gerade in dem Bereich, in dem wir jetzt sind, geht es nicht nur um den Verhandlungspartner, sondern es geht auch um die Drittbetroffenen. Das heißt, die Unternehmen, die in irgendwelchen geschäftlichen Beziehungen zu dem Streikgegner stehen und das macht das Drama in der Diskussion um den Streik in der Daseinsvorsorge eigentlich aus, die vielen, vielen Klienten oder Menschen, die mit der jeweiligen Dienstleistung oder dem Produkt zu tun haben. Das heißt also, strukturell von der Idee her vorgegeben, greift die Streikfreiheit in die Rechtspositionen anderer ein. Das ist die Idee, wenn Sie so wollen, dahinter. Und da bedarf es natürlich einer Abwägung. Die jetzige herrschende Meinung oder die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts löst diesen Konflikt zwischen dem Streikrecht und dem Recht der anderen in der Weise, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip angewendet wird. Das klingt rigide, das ist aber ein äußerst praktisches Instrument, aus meiner Sicht jedenfalls. Zulässig sind nur solche Kampfmittel, die geeignet sind, die erforderlich sind und die bezogen auf das Kampfziel angemessen sind. Dabei haben, weil wir ja die Tarifautonomie haben, die jeweiligen Gewerkschaften die Einschätzungsprärogative, wenn wir von Eignung und Erforderlichkeit sprechen. Denn Gerichte können relativ schlecht definieren, ist dieser Streik wirklich so, wie er geführt worden ist, geeignet und musste man das tun. Aber sofern sie in die Rechtspositionen anderer eingreifen, also im letzten Punkt, sind sie angemessen, sind wir auf der Ebene eines Rechtsbegriffs und da werden die Abwägungen dann getroffen. So die Grundstruktur, also wir merken uns, es ist immer so, dass man in die Rechtspositionen anderer eingreift und es gibt eine sehr flexible Art und Weise, wie man die Abgrenzung vornimmt, Entschuldigung. Dasselbe gilt nach dem geltenden Recht definitiv auch im Bereich der Daseinsvorsorge. Da gibt es keinen gedanklichen Unterschied, das heißt, es ist egal, ob die Rechte des Geschäftspartners betroffen sind, ob die Rechte von anderen Dritten betroffen sind oder nicht. Das können dann auch, wie zum Beispiel beim Bahnstreik, ganz, ganz viele Leute sein, die von einem solchen Streik betroffen sind. Gleichwohl sagt die herrschende Meinung, wir bleiben bei den gleichen Kriterien. Wir wollen, dass das Streikrecht einzelfallbezogen und konkret bestimmt wird. Und genau diese Entscheidung, Verhältnismäßigkeit, auch im Bereich der Daseinsvorsorge, ist nun in die Debatte geraten. Viele sagen, in Wirklichkeit sollte man an dieser Stelle eingreifen, die Verhältnismäßigkeitsregelungen funktionieren nicht. Ein paar Beispiele aus meiner Sicht, die ich sozusagen die Traditionalisten hier vertrete, warum es doch sinnvoll ist, einzelfallbezogen und konkret in diesem Zusammenhang vorzugehen. Nehmen wir den Bahnstreik, über den ist ja heute schon viel gesagt worden. Da denke ich, ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip deshalb geeignet, weil es in der Lage ist, die Entwicklung der Streiks nachzuvollziehen. Also, der Arbeitgeber, in diesem Fall die Bahn AG, hat aus welchen Gründen auch immer sich der Verhandlung mit der GDL über die Arbeitsbedingungen der Nicht-Lokomotivführer ja stringent verweigert. Was kann man tun in einer solchen Situation, wenn es einem darum geht, für die gesamte Branche Eisenbahn letztlich die Arbeitsbedingungen zu regeln? Man muss
sozusagen die Debatte darüber erzwingen. Das geht nicht anders als mit einem Streik. Der Streik war heftig, er ist mir auch fürchterlich auf die Nerven gegangen, wie vielen anderen Leuten auch. Aber es gilt sozusagen unter dem Verhältnismäßigkeitsprinzip mal etwas salopp formuliert, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich verhandle mit euch überhaupt nicht, dann bleibt nichts anderes übrig, als immer mehr und immer mehr an Power zu zeigen. Anderer Fall, Differenzierung zum Beispiel bei den Müllwerkern, haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Die Müllwerker sind vielfach vorgeschickt worden, um Ergebnisse zu erzielen. Da macht es doch einen Unterschied, ob ich den Streik im Sommer habe, wenn es knallheiß ist, und der Müll 4 Tage liegen bleibt, oder ob ich den Streik im Winter habe. So etwas kann man nur mit einer einzelfallbezogenen, konkreten Einschätzung erfassen. Nicht mit einem System, das sagt, Müllwerker dürfen nicht mehr streiken oder etwas Ähnliches. Oder auch letzter Fall, der mir jetzt erstmal so präsent ist, Blutspendedienst. Da sind wir schon näher an Leib und Leben. Natürlich muss gesichert sein, dass beim Blutspendedienst genügend Blutspendenleibhaftige vorhanden sind. Also es kommt darauf an, habe ich dort genügend Reserven und gibt es vielleicht vorhersehbar einen ganz besonderen Bedarf. Wenn das so ist, sind die Grenzen definitiv anders zu ziehen, als wenn das ganz unproblematisch ist. Also ich denke, die einzelfallbezogene Regelung ist recht wohl erwogen. Sie ist nicht durch Zufall entstanden, sondern wohl erwogen. Gleichwohl ist sie nicht mehr unbedingt außer Frage. Peter Berg hat schon gesagt, es gibt dieses CSU-Papier, Entscheidung des Parteivorstands der CSU zur Einschränkung des Streikrechts im Bereich der Daseinsvorsorge. Bereich der Daseinsvorsorge ist das Kriterium. Und es wird in diesem Papier, insofern unterscheidet sich das CSU-Papier in erfreulicher Art und Weise vom Regierungsentwurf zur Tarifeinheit, total klar gesagt, was gewollt ist. Es soll der Streik eben eingeschränkt werden und jetzt kommen die Instrumente, wie er eingeschränkt werden soll. Vor dem Streik muss sich das alles abspielen. Das leuchtet uns ein, wenn ich den Streik bekämpfen muss, dann müssen die Barrieren oder die Prozeduren vor dem Streik passieren. Vor dem Streik soll immer ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden, obligatorisch, nicht so wie es jetzt geregelt ist, dass die Tarifparteien sich auf irgendeine Schlichtung geeinigt haben, wofür es sehr gute Gründe gibt und was ein wirklich gutes Instrument ist, sondern vor jedem Streik ein obligatorisches Schlichtungsverfahren, eine Ankündigungsfrist für die Streiks von 4 Wochentagen und eine obligatorische Mindestversorgungsvereinbarung. Das ist eine Notdienstvereinbarung und ein Streikfahrplan. So, das gilt dann für den gesamten Bereich der Daseinsvorsorge. Schon fragen wir uns, okay, wer ist davon betroffen? Mit anderen Worten, was ist die Daseinsvorsorge? Ja, der Begriff der Daseinsvorsorge ist halb juristisch und halb soziologisch. Soziologisch wird damit umschrieben die Verantwortlichkeit des Staates für die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen. Juristisch wird es meistens abgehandelt, welche Ebene staatlichen Handelns ist für welche Elemente der Daseinsvorsorge zuständig. Gemeinsam ist beiden Definitionen aber, dass sich das durchaus unterscheidet, je nachdem, in welcher gesellschaftlichen Situation man sich befindet. Also, wir haben da verschiedene Überlegungen. Die CDU-CSU-Regelung sagt, es geht im Wesentlichen um Energie sowie Wasser- und Abwasserversorgung, Gesundheitsversorgung, Mobilität, Kommunikation, Bildung und Erziehung. Der Begriff fußt auf einem Entwurf, dem sogenannten Professorenentwurf von 2012. Da war noch ein bisschen mehr drin, Feuerwehr, Bestattung, Entsorgung, Landesverteidigung und innere Sicherheit,
und Versorgung mit Bargeld und Zahlungsverkehr. In Berlin, da wo ich jetzt wohne, diskutiert man in Bezug auf die Daseinsvorsorge darum, wie viel Theater dazu gehören. Im CSU-Text gibt es dann zusätzlich noch einen neuen Begriff als Element der Daseinsvorsorge, der heißt kritische Infrastrukturen. Und bei den kritischen Infrastrukturen gibt es Informationstechnik, Telekommunikation, Energie, Transport und Verkehr. Noch früher gab es schon mal einen Professorenentwurf von 1988. Da ging es im Wesentlichen um Nahrung und Bestattung, um Fernmeldewesen, Rundfunk und Fernsehen. Also Sie sehen, die Gewichtungen sind sehr, sehr unterschiedlich und der Bereich neigt dazu, an den Ecken nicht klar abgegrenzt zu sein. Der ist sehr, sehr groß und sehr, sehr vage. So, in diesem Bereich der Daseinsvorsorge wird gesagt, man muss diese Arbeitskampfmöglichkeiten einschränken. Begründung: Jeder einzelne Bürger ist auf diese Daseinsvorsorge angewiesen und deshalb müsse von vornherein das Streikrecht zurücktreten oder eingeschränkt werden. Tatsächlich ist das so, dass aus meiner Sicht eine solche Bereichsausnahme im Prinzip ungeeignet ist, weil in diesen Bereichen Rechte sehr unterschiedlicher Intensität und Qualität sind. Wenn Sie etwa denken an Gesundheit, dann gehören dazu die Krankenhäuser und jeder Mann und jede Frau weiß, die müssen in der Grundstruktur funktionieren und es sind da drin solche Bereiche, wo man durchaus auch mal eine kürzere Nichtinanspruchnahme der entsprechenden Leistungen ertragen kann, wie zum Beispiel es aus meiner Sicht jetzt nicht ganz zwingend ist, dass man jeden Tag im Radio die Nachrichten hört. Das geht auch, dass man die vielleicht im Fernsehen sieht oder im Internet nachgucken kann oder wie auch immer. Man streitet sich sicher über die einzelnen Ausnahmemöglichkeiten, aber in der Tendenz ist es so, dass innerhalb des Segments der Daseinsvorsorge auch noch zu gliedern ist. Und das schafft aus meiner Sicht der CSU-Entwurf in keiner Weise, der differenziert nicht. Das ist vollkommen egal, es wird das gleiche Modell verwendet für die Einschränkung der Streiks im Krankenhaus wie für die Einschränkung der Streiks bei Kitas oder was weiß ich, bei irgendwelchen anderen Bereichen, meinetwegen auch im kulturellen Sektor. Ich glaube also, dass es sich um ein undifferenzierteres Modell handelt und deshalb meine ich, dass eine Bereichsausnahme strukturell dysfunktional ist. Es fehlt die Differenzierung, was die Ränder angeht, es fehlt die Differenzierung, was die Binnenstruktur angeht und das bisherige Modell erscheint mir durchaus leistungsfähiger als das, was vorgeschlagen wird. Gleichwohl möchte ich ganz kurz auf die drei Elemente, die dort vorgeschlagen waren, eingehen, nämlich zunächst auf das Schlichtungsverfahren. Wenn es wirklich so wäre, dass man vor jedem Streik ein Schlichtungsverfahren durchführt, dann kann es keine Warnstreiks geben. Die sind eben schnell, in der Tendenz kurz, ein Schlichtungsverfahren vorher macht sie unmöglich. Dort, wo ich einen Erzwingungsstreik erstrebe, käme ein Schlichtungsverfahren vorher, das heißt, ich habe immer eine Abkühlphase, das heißt, ich kann nie sofort mit einer Streikstrategie einsteigen. Ich bezweifle, dass Solidaritätsstreiks möglich sind. Wie soll das sein? Wer soll da in der Schlichtung mit wem verhandeln? Und letztlich gibt es noch nicht einmal die Drohung mit Streiks. Und die Drohung mit Streiks ist genau ja der Mechanismus, wie ich das Verhandlungsgleichgewicht hinkriege. Die vergleichsweise wenigen Streiktage, die wir in der Bundesrepublik haben, und trotzdem haben wir recht gute Tarifverträge jetzt mal insgesamt gesehen, die erklärt sich ja nur daraus, dass die Drohung mit Streik das wirkliche Instrument ist. Es ist nicht der Streik unbedingt, dass ich ihn durchführen muss, sondern es ist die Möglichkeit, ich kann jederzeit den Streik ergreifen als Maßnahme und das führt dazu, dass ein Einigungszwang entsteht. Also ein solches Schlichtungsverfahren trifft die Möglichkeit der Streiks in einer erheblichen Weise und ist vollkommen unsinnig, weil genau das
Hauptinstrument, das letztlich aus meiner Sicht wirklich auch im Interesse der Arbeitgeberseite sein müsste, nämlich dass die es bei der Drohung belassen, das schlage ich mir selbst aus der Hand. Ankündigungsfrist von 4 Tagen. Bisher habe ich selbst nicht wahrgenommen, dass die Streiks völlig überraschend waren, zumindest die, die Massen betroffen haben, also Bereich Bahn, Bereich Flugverkehr, die wurden rechtzeitig angekündigt. Da lag definitiv kein Problem. Eher lag aus meiner Sicht ein Problem darin, das betraf eher den Bahnstreik, dass die Notdienstregelungen nicht so wirklich gut kommuniziert wurden. Es gab da so ein, hatte ich den Eindruck, auf der Arbeitgeberseite so ein gewisses Dilemma zwischen Dramatisierung und dann doch die Notwendigkeit der Notdienstvereinbarung anzukündigen. Jedenfalls fand ich es immer ehrlich gesagt relativ spät, dass man genau wusste, welcher Zug der nun fährt. Also Ankündigungsfristen sind nicht notwendig, die werden typischerweise ohnehin eingehalten. Also eigentlich ein nicht wirklich sinnreiches System. Wenn man es allerdings im Zusammenhang mit dem Schlichtungssystem sieht, sieht man, es entsteht eine Prozedur. Ich fasse den Streikbeschluss, ich kündige ihn an, dann kommt erstmal die Schlichtung, die dauert so und so lange. Im CSU-Entwurf steht selbst nicht drin, aber im zugrunde liegenden Professorenentwurf steht, natürlich darf in der Zeit überhaupt gar kein Streik vorkommen. Damit habe ich eine Vorlaufzeit von unter Umständen mehreren Wochen, aus meiner Sicht problematisch. Letzter Punkt, Notdienstvereinbarung und Streikfahrplan. Notdienstvereinbarung, da ist eigentlich auch relativ wenig an Rechtsprechung zu vorhanden. Es scheint so zu sein, dass die Notdienstvereinbarungen auch so funktionieren. Es gibt Rechtsprechung, wo mit einstweiligen Verfügungen man sich bemüht, dass dies und jenes besser wird, aber das ist nicht so viel und so viel ist auch nicht erfolgreich. Also scheint das System, dass die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern aushandeln, was machen wir als Notdienst, ein vernünftiges und flexibles. Das Problem ist, wenn das ein Dritter definiert, wird er es schwer haben, den Weg zwischen Zerstörung des Streiks und Wahrung der Interessen der Dritten wirklich zu finden. Dazu braucht es Sachkenntnis. Von daher halte ich die Gewerkschaften und die jeweiligen Arbeitgeber für die richtigen. Und ich kann auch nicht immer alles vorab regeln. Hier muss es ja alles vor dem Streik und seiner ganzen Prozedur passiert sein. Das wird sich nicht immer so machen lassen, jedenfalls nur sehr rahmenmäßig. Sonst wird es schwierig. Ja, und der Streikfahrplan, das ist was, was da werden die Strategen unter Ihnen sich noch eher vorstellen können als ich. Was das bedeutet, im Grunde muss ich die gesamte Streikstrategie offenlegen. Das macht alle möglichen Überraschungseffekte zunichte. Das ist dann ein bürokratisches Abklappern von irgendetwas, was ich vorher angekündigt habe. Ich glaube, es ist schlicht nicht realistisch. Ich glaube, es geht gar nicht. Und was mache ich, wenn ich also meinetwegen 4 Wochen angekündigt habe, mehr wollen wir gar nicht, und auf einmal ist noch kein Ergebnis da? Also da werden Fragen aufgeworfen ohne Ende, die höchst problematisch sind. Ja, und das Resümee wird Sie nicht so wirklich verwundern. Aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Sachgrund für solche Sonderregeln. Ich glaube, man ersetzt ein flexibles System der Abwägung der jeweiligen Interessen mit einem ganz unflexiblen, abstrakt generellen, und das kann nicht die Effektivität des Streiks sichern, sondern dahinter stecken vielleicht Zerschlagungsinteressen hinsichtlich der Möglichkeiten von Streik überhaupt, oder es steckt dahinter, dass das keine Praktiker erfunden haben. Aus meiner Sicht sind die Maßnahmen, jedenfalls die Vorschläge, sind eher schädlich für die Tarifautonomie und sie widersprechen, so wie sie sind, Artikel 9.3. Vielen Dank.